die ja sowieso jetzt schon nicht so viele waren. Also es ist ja so, dass Markus' Kanal ja jetzt kein sehr großer Kanal ist. Channel 2 ja sowieso nicht. Ja, eben, PC-Lars. Und dasselbe ist es halt auch beim Aufnehmen. Also, es macht sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß und man bekommt sehr, sehr viel mehr Input und weniger, in Anführungszeichen, Erschöpfungserscheinung und Langeweile als beim Streamen, als wenn man nur aufnimmt. Also, es ist wirklich so. Ich habe ja, wenn ich aufgenommen habe, eigentlich immer nur so maximal 2 Stunden durchgehalten und danach war es dann... wurde es dann schnell sehr anstrengend. Beim Streamen ist das irgendwie überhaupt nicht so. Also da halte auch ich irgendwie viel mehr durch. Es ist total interessant. Vielleicht, weil man einfach mehr sich mit Leuten unterhalten kann, weil es irgendwie eine natürlichere Situation ist irgendwie. Weil es viel mehr Themen gibt, über die man reden kann, weil Leute Fragen stellen. Es ist irgendwie was ganz anderes. Und ich kann auch wirklich viele YouTuber verstehen, die komplett auf Stream umgestiegen sind, weil es ist halt einfach eine ganz andere Sache. Man kriegt halt auch viel, viel ganz, ganz anderes Feedback. Also auf YouTube ist es halt so, meistens gibt es entweder Beschwerden oder halt irgendwie was Richtung, warum kommt das nicht mehr, oder halt Backseating. Und bei den Streams ist das irgendwie alles ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde die ganze Atmosphäre irgendwie so viel freundlicher als das, was man in den YouTube-Kommentaren so liest. Das ist irgendwie seltsam. Und das weiß ich nicht. Also vielleicht schreiben einfach die Leute, die sonst eigentlich super nett sind, einfach keine YouTube-Kommentare. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich YouTube-Videos schaue, schreibe ich halt auch nur sehr, sehr selten mal einen Kommentar. Wenn ich aber im Stream bin, dann... chatte ich halt auch gern mit den Leuten, sodass man sich kennenlernt und so weiter. Das ist halt irgendwie auf YouTube alles so isoliert. Ich weiß nicht. So, So, okay. Genau, wir wollten jetzt weiß ich es wieder, wir wollten in den Teufelswald fliegen. Ich hatte kurz einen Brainlag. Nö, Backseating ist halt eigentlich, siehst du, Omi Old? Du bist ein gutes Beispiel dafür. Backseating ist eigentlich, wenn du einfach nur eine Wall of Text bekommst, was du alles hättest anders machen sollen. Und was du übersehen hast. Im Prinzip genau das, was eigentlich so ziemlich kein Let's Player lesen möchte, weil man möchte das Spiel ja... erleben selber und nicht hinterher im Nachhinein aufgetischt kriegen, was man alles falsch gemacht hat. Sollte einem eigentlich auch klar sein, als jemand, der ein bisschen sozial kompetent ist, dass man sowas nicht so gerne liest. Aber ich habe das Gefühl, manche Leute denken irgendwie, das hier wäre jetzt ein Expertenforum von einem Spiel. Also das hier, damit meine ich, Let's Play-Videos wären gleichbedeutend mit einem Expertenforum zu einem Spiel, wo gefachsimpelt wird. Dabei geht es ja eigentlich eher um die Spielerfahrung und um das Persönliche, die persönliche Erfahrung, jemanden beim Spielen zuzuschauen und nicht denjenigen dann alle Nase lang zu verbessern. So, wir fliegen. Also ist zumindest meine Meinung. Ich lese Backseat-Kommentare überhaupt nicht gern. Und es war halt auch mal vor einiger Zeit unter meinem Tomb Raider 4 LP so schlimm geworden, dass ich da halt im Vlog mal was zu gesagt hatte, dass ich das halt einfach nicht mag und dass ich das auch nicht so gern möchte und dass mir das halt den Spaß am Let's Play verdirbt. Also es waren halt wirklich solche, manche Leute haben halt Walkthroughs wirklich unter mein Video kopiert. So schlimm wurde es. Und oder halt Sachen schlecht geredet, irgendwelche... Rätsel, die ich gelöst hatte, irgendwie schlecht geredet, dass mein Weg ja voll ineffizient wäre und bla 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 und solche Sachen.
Und das hat mich halt einfach zu sehr genervt. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, lasst das bitte sein. Ich möchte das nicht so gern. Und da sind dann auch, hatte ich dann auch, glaube ich, auf dem Video danach irgendwie 30 oder 40 Aufrufe weniger ab dem nächsten Video, weil anscheinend echt viele Leute das wohl sauer aufgestoßen ist, dass ich das nicht so gerne wollte. Aber das war mir dann auch egal, weil was bringt's mir, wenn es mir den Spaß verdirbt? Dum, 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 dum. Da, 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 da. Hallo Chocla, na, wie geht's dir so? Da, da. Da, 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 da. Ich mache mir da nichts draus. Ich wollte euch im Prinzip nur gerade erklären, wie das mit den Backseat-Kommentaren ist. Also, dass das halt durchaus sehr, sehr nerven kann. Da, 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 da. Da, 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 da. So, gleich sind wir da. Oh, ich bin so froh, dass wir diesmal nicht durchs Eschental reiten müssen. Das mussten wir ja beim letzten Mal schon. Da, da, da. Aber gut, dass wir den Flugboot haben. Und jetzt dürfen wir eigentlich auch die Quests annehmen können. Doch, Shadowman, genau das. Ich möchte ja die Videos veröffentlichen und streamen, um anderen Leuten eine Freude zu machen und um im Prinzip gemeinsam mit ihnen Spaß zu haben. Und Spaß haben bedeutet aber für mich was anderes als Leute, also als immer nur den Besserwisser zu spielen. Und naja, wenn sich das dann so stark unterscheidet, wenn Leute halt nur Spaß darin haben, andere zu verbessern, dann passt das halt einfach nicht zu meiner Auffassung von Spaß und dann findet man halt keinen Konsens. Aber ich mag es halt, wenn man einfach lachen kann über Dinge, die in Spielen passieren, gemeinsam, wenn man gemeinsam rätseln kann, wenn man gemeinsam überlegen kann, wie es vielleicht weitergeht. Sowas, was halt im Prinzip in den Streams auch häufig passiert. Und es gibt natürlich auch einige Zuschauer, die das auch so sehen. Und das ist auch schön so. Aber manche sehen es halt irgendwie dann nicht so. Und dann müssen sie halt im Prinzip sich in einen anderen Kanal suchen, der dann eher so da etwas ambitionierter rangeht beim Spielen. Und weniger Wert legt auf Lustiges oder auf, ja, das Ganze ein bisschen lockerer angehen. Das Vorbeugdorf im Süden ist die Heimat der Totenwaldfälle, die Todfeinde der Holzschlundfeste sind. Sie sind verderbt und widerwärtig, wie so vieles andere. Die Fäulnis des Waldes hat sie in den Wahnsinn getrieben. Nun ist allerdings etwas Außergewöhnliches in der Nähe des Lagers geschehen. Reisende, die hier vorbeikamen, haben gesagt, dass das Totem an der Straße zu ihnen gesprochen hat. Ich habe noch nie etwas gehört, wenn ich mich ihnen genähert habe. Vielleicht spricht es mit euch, Madenauge. Vielleicht könnt ihr mit für mich herausfinden, was dort vor sich geht. So, das Säubern dieses Waldes hat sich als zermürbender Prozess herausgestellt. Für jeden errungenen Erfolg hat sich eine neue Herausforderung aufgetan. Die Jadefeuersatyren sind ein fortwährendes Ärgernis. Sie streben danach, den Wald zu verderben, während wir uns bemühen, ihn zu reinigen. Nun haben wir Schritte eingeleitet, um sie im Teufelswald vollständig auszurotten. Reist ins Jadefeuertal im Westen und säubert den Wald von ihrer Präsenz. Ihr findet den Eingang direkt nördlich der Mauern zum Lager der Totenwaldfälle. Haltet einfach Ausschau nach ihren widerwärtigen Bannern. Oh ja, der Silvester-Stream war super. Hallo Plakor, kann ich dir irgendwie helfen? Oder warum schreibst du Alter, Punkt, 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 Punkt? So, die abscheuliche Verderbnis der Dämonen durchzieht den gesamten Wald. Die Erde, die Bäume, die Tiere, alle tragen die teuflische Magie in sich. Wir vom Smaragdkreis haben geschworen, diesen Wald zu läutern. Das aber bedarf eines ständigen Kampfes.
Vieles kann noch geheilt werden. Die Bären und Wölfe jedoch, die in der Nähe umherstreifen, sind bereits zu verderbt. Wir müssen ihr Leiden beenden und sicherstellen, dass ihre Kadaver die Verderbnis nicht noch weiter verbreiten. Jagt sie und bringt mir ihre Bälge. Mögen die Vorfahren euch schützen. Was hatte Tales Gaming denn geschrieben? Hatte mal die Kommentare unter einem Video aus. Dann hat genau der eine Typ, wegen dem ich sie aktiviert habe, mir eine PN geschrieben, dass er leider nicht kommentieren kann und mir deshalb seine Wall of Text per PN geschickt. Tja, das meine ich halt. Manche merken es halt einfach auch nicht. Im Grunde kann man sagen, dass ich es einfach diesen persönlichen Kontakt und dieses direkt antworten können auch in Streams einfach sehr schätze im Vergleich zu YouTube-Kommentaren, weil man die Menschen einfach viel besser erreicht und weil man, keine Ahnung, Missverständnisse schneller klären kann, weil man Leuten direkt sagen kann, wie man es meint und so weiter. Und es ist halt irgendwie sehr viel angenehmer dadurch. Da geht so viel weniger verloren als über YouTube-Kommentare. Wenn man jetzt zum Beispiel Leute hat, die sonst sehr gerne die Videos gucken, aber halt nie kommentieren und dann ihnen einmal was nicht passt und sie dann kommentieren, ist der einzige Kommentar, den man je von diesem Mensch gehört hat, ein negativer. Und man denkt sich so, okay, cool. Und das ist halt irgendwie, weiß nicht, das kann halt problematisch sein für das Zwischenmenschliche. So, Rambo, was? Rumbo verlangt Gerechtigkeit. Ihr Wanderer, verneigt euch vor der Macht Rumbos, dem großen Gott des Stamms der Holzschlundfeste. Vernehmt meinen Willen, der bösartige Stamm der Totenwaldfälle lebt im Lager hinter mir. Sie sind riesige Blödmänner. Okay. Ich meine, sie besudeln meinen Namen mit ihren niederträchtigen Missetaten. Sie verfolgen meinen geliebten Stamm der Holzschlundfeste und verletzen sie. Ich verlange, dass ihr meine Gerechtigkeit walten lasst. Vernichtet die Totenwaldfälle und ich werde euch meine Gunst gewähren. Ja, die Gunst von Rumbo. Okay. Und Honig will er. Die Totenwaldidioten haben der Holzschlundfeste den ganzen Honig gestohlen. Wir haben es, Rumbo hat es gesehen und jetzt muss Rumbo den Honig bekommen. Nehmt diesen Stock, ja, diesen Stock. Nehmt den Stock und benutzt ihn, um den Honig aus den Bienenstöcken im Lager der Totenwaldfälle zu klauen. Okay. Wow, so viele Zuschauer gerade. Alles klar. Werde ich von irgendwem gehostet oder ist das einfach... Nee, sieht aber nicht so aus. TrueSide85, danke fürs Folgen. So. Das ist ja auch ein süßer Smiley, Yunai. Wir haben jede Menge Quests und im Prinzip haben wir ja jetzt erfahren, was hier in dem Gebiet so am Bach ist. Wir haben halt die Anhänger oder die Bewohner der Holzschlundfeste, die halt gegen die Satyren kämpfen, denen wir dann helfen wollen. Gott, mein Inventar ist bald voll. Echt, Peter bietet jetzt auch Münzeinwurf an, wie ich sehe. Cool. Und da waren es nur noch 40. Direkt 15 Leute weg. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Wahrscheinlich. So. Wir hacken mit dem Stock einmal auf die Honigstöcke, auf die Bienenstöcke. Bienen springt ins Wasser, um sie loszuwerden. Na super. Nein. Lasst mich in Ruhe, Teufelsgebrut. Tip, tip, tip.
Genau, das direkte Feedback der Streamer und halt für mich auch die Möglichkeit nachzufragen, wenn mal irgendwas kommt im Chat, was ich nicht direkt verstehe oder keine Ahnung, dann hat man halt auch die Möglichkeit einfach sofort darauf zu reagieren, so ein bisschen wie wenn man wirklich mit Leuten halt im echten Leben Kontakt hätte, was mir persönlich einfach sehr viel angenehmer ist als über diese komischen YouTube-Kommentare, wo man die Leute teilweise nicht mal kennt. Und dann, ja, vielleicht auch Sachen etwas missverständlich formuliert werden oder eben auch gar nicht formuliert werden und dann irgendwann in einer Wall of Text die ganzen Beschwerden kommen, und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwie ein sehr viel schwierigeres Medium. In einem eigentlich so interaktiven Medium. So. Honigtropfen. Einmal mit dem Stock noch draufhacken. So. Boah, Erste Hilfe bringt ja auch gar nichts mehr. Ich glaube, wir machen uns mal Erfrischungen. Schon Rang 2. Wir haben jetzt Mana-Brownies. Lecker. Eben, man hat ja vielleicht auch als Zuschauer auf YouTube irgendwie keinen Bock, jedes Mal zu schreiben, hey, voll cool. Weil man weiß ja vielleicht auch nicht immer, was man schreiben möchte. Ich weiß es auch noch von früher. Ich habe ja auch einige YouTube-Kanäle verfolgt und habe dann irgendwie, weil ich unbedingt Feedback geben wollte, Positives, habe ich mir dann irgendwelche Stellen gemerkt, auf die ich dann eingegangen bin in den Kommentaren. Aber es ist halt schon ein ziemlicher Aufwand. Und ich verstehe Leute, die darauf keine Lust haben, die dann einfach nur still gucken. Nur von denen kriegt man dann halt als YouTuber nichts mit. Man kriegt halt von denen was mit, die am lautesten schreien. Und das sind dann leider oft diejenigen, die sich beschweren. Und dann denkt man halt, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich falsch? Und ja, das ist irgendwie dann nicht so unbedingt ein schönes Gefühl immer. Ich sage das jetzt natürlich auch nicht, um mich zu beschweren, sondern ich versuche euch nur so ein bisschen aus meiner Sicht zu erklären, was ich an Streams so schätze und am Interagieren mit dem Chat. Ich setze mich ja nicht hier hin und sage, oh mein, ich habe so ein schweres Leben als YouTuber. Das wäre irgendwie ein bisschen albern. Ich hoffe, das versteht jetzt auch keiner so. Denn es stimmt ja auch nicht. So. Wir können ja auch mal ein anderes Thema wählen. Wählen Sie ein anderes Thema auf dem Touchpad, bitte. Wie wäre es mit Kürbissen? Hier sind jede Menge Pflanzen. Aber die müssen wir sammeln. Das gehört zur Quest. Oh, Marzipankuchen, her damit. Her damit! Ciao, Illuminati! Nein, wir sprechen jetzt nicht über YouTube Money. Gar nicht, echt, Peter. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass sowas kommen soll. Ciao, Kapi. Was? Ach so, das war ein Troll. Ich war gerade verwirrt.
Du hattest mich kurz. Du hattest mich kurz. Muss aber auch sagen, dass ich zu meinem WoW-LP echt sehr viel, sehr positives Feedback bekommen habe. Also da hatte ich bisher, glaube ich, nicht einen nervigen oder negativen YouTube-Kommentar. Sollte ich vielleicht auch mal dazu sagen, weil sonst wird es ja von mir aus auch irgendwie einseitig. Also das war sehr, sehr erfreulich alles. So, jetzt aber wirklich ein anderes Thema. Gibt es bei WoW eigentlich auch sowas wie Halloween-Events? Ja, Papawucke, das hatte ich ganz am Anfang des Streams einmal kurz gezeigt. Es gibt die Schlotternächte momentan. Also das sind dann so Weltevents. Es gibt so das Braufest, was dann immer zum Oktoberfest ist. Es gibt das Winterhauchfest. Es gibt Nobelgarten. Das ist was, was es zu Halloween gibt und so weiter und so fort. Und ja, die Schlotternächte sind jetzt gerade aktiv. Da kann man halt Süßigkeiten sammeln und verschiedene Verwandlungen und sowas alles. Da gibt es ganz viele Daily-Quests, die man da machen kann. Hatten wir uns halt in der ersten Stunde des Streams alles ein bisschen genauer angeschaut. Schade, dass du das dann verpasst hast, wenn das jetzt gerade deine Frage war. Aber naja, vielleicht wirst du es ja dann in der Aufzeichnung sehen. Nee, der Subscriber-Button dürfte heute noch nicht da sein. Weil er hat ja erst den Vertrag unterschrieben und die müssen den noch an einem Werktag unterschreiben. Und jetzt ist ja gerade Wochenende.